Maybe. Hier. A door with an open slot. Haben wir nicht einen Slot gefunden? Also dann geht's für uns hier nicht weiter. Okay, ich dachte, wir hätten da irgendwas gefunden gehabt, aber das war wohl nichts. Okay, das heißt, wir machen jetzt, müssen jetzt woanders hingucken. Was war jetzt da nochmal? War da irgendwas gesperrt oder? Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Also ich weiß, das ganz oben, das war mit dem bröckligen Boden. Ups. So, gegen euch will ich gar nicht kämpfen, keine Sorge. Was hier? Ja, hier wollte ich nochmal nachschauen. Oben war der hier war das mit dem... Hier hatten wir nichts gesehen. Hier war es überall düster. Das heißt, entweder gehen wir jetzt in die Fungal Wastes. Das macht eigentlich Sinn, oder? Weil das ist das Einzige, was auch wirklich eingezeichnet ist. Und das ist das, wo, das ist der Weg, wo wir hin können, nachdem wir den Dash gelernt haben. Also würde auch das theoretisch Sinn machen. Alle Rising. Okay. Ist das jetzt kürzer? Ich denke, es nimmt sich nicht viel. Ob ich zu Fuß gehe? Nee, nee, nee. Es ist auf jeden Fall kürzer, wenn wir hier einfach gehen. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich wieder einen Rückweg finden, sobald wir im neuen Gebiet sind. Das mit dem, das war das mit den Pilzen jetzt, nicht das mit den Eiern, ne? Ja, ja, sind ja schon da eigentlich. Ach so, ja, stimmt, hier. Hier oben war das ja. Stimmt, da war ja was. Okay, dann neues Gebiet. Die Fungal Wastes. I've got balls of steel. Die Bananenrepublik, vielen Dank für den dritten Sub in Folge, dankeschön. Okay, lauter frische neue Gegner. Oh. Aua. So,
da, der lustige Pilztyp, der braucht schon seine 3 Hits, okay. Dachte, ich könnte chargen und angreifen. Das hat nicht ganz funktioniert. Das sieht hier wieder nach Säure aus. As fast as possible erstmal eine Bench finden, damit wir erstmal die Map, den Typen mit der Map finden. Hey, wer bist du denn? Oh, ist das eine Bench? Süß. Hallo? Black Eater. Okay, der sieht ein bisschen creepy aus. Don't try to sneak past me. I can smell you. Hmm. Do you collect a lot of Geo? Oh. Give me Geo and you can see something nice. Pay to see something nice. Okay. Let me show you then. Take a look. Do you want them? If you really, really want them, I'll trade them for more Geo. More Geo. Wow. Ich musste Geld dafür bezahlen, dass ich überhaupt erst bei ihm einkaufen kann. What the fuck? This is a precious thing, a beautiful charm. I made it for you. If you hold it, you feel a lot healthier. If you're afraid of dying, you need this charm. Oh, ist es sozusagen so eine sechstes Energieteil vielleicht? Very, very special and valuable. Do you want to find more Geo? Hold this charm and go hunting. Then bring any Geo you find back to me. Ah, greed. Also wenn wir das equipped haben, finden wir mehr Geo. You should give me Geo. It will make you stronger. Your enemies and everyone else will fear you at last. Also, damit glaube ich ein Herzcontainer mehr. Damit sammeln wir allgemein mehr Geo. Und damit werden wir stärker scheinbar. Okay, also ich... kann mir das... ich glaube nicht, dass ich das lohnt sich das jetzt zu leisten. Weil wir noch keinen weiteren Slot haben. Ich glaube, wir kaufen jetzt hier mal nichts erstmal. Bis wir etwas schlauer geworden sind. In was wir so investieren sollten und in was nicht und so. Diese Händler in diesem Spiel, der eine will Geld, um überhaupt mit dir zu handeln, und die andere verkauft nur Charms, wenn du genug Charms gekauft hast. Ja, macht Sinn. Nicht. Gehen wir mal hier lang. Naja, ist klar. Ja, nee, ist klar. Das Spiel eigentlich schon immer diesen schwarzen Rand gehabt? Warum hat das Spiel einen schwarzen Rand? Lol. War das gestern auch schon so? Warum sagt ihr denn nichts? So.
war gestern definitiv nicht so. Aber ist egal. Okay, noch mehr Wege zu noch mehr Dingen, wo wir noch nicht waren. Ja, vorgestern meine ich. Richtig. Wo ist denn der Cornifair? Ich brauche den Cornifair. Ich will nicht ohne Map spielen. Lol, überhaupt nicht übertrieben, oder was? Alter, das kostet mich ja 2 Leben. Junge! Das ist ja brandgefährlich. Hallo? Lien Kla, Frieden Laya. Aha. The tiny steps of a tiny creature. I got the look of an adventurer, so we've much in common. Searching for dangerous place, I... Well, you're on the right track. A long-necked critter warned me of a tribe deeper down. Warrior swords. So he says, I'm itching for some serious combat. Keep sharp, my adventurous friend. Stay alive and let's meet again on the road ahead. Okay. Na, wir sehen uns wieder. Das ist ja lustig. Hey, Voodoo-Mann. Auf jeden Fall. Ich kann, solange ich hier hüpfe, nicht noch weiter hüpfen oder so. Warum nicht? WTF? Ah, oh, warte mal. I see. Okay, deswegen ist es gerade eben einmal passiert. Ich verstehe. Okay. Ja, okay, alles klar. Gut, das ist also wie bei den einen Typen, wo wir vorhin ja übers Wasser die ganze Zeit balanciert sind. Klare Ansage. Oh je, jetzt müssen wir... Ja, schauen wir hier ein bisschen rumskillen. Ich habe immer noch keine Map, das ist mega verwirrend. Ah, eine Abkürzung. Okay, cool. Das ist ja schon mal etwas. LOL! Woher soll ich wissen, dass sowas passiert? Ich will nicht, dass sie dauernd übertrieben krank explodieren. Ach, schon. Oh nö, machen die das jetzt alle? Ach du Heilige, das ist ja super nervig. Ja, wir nutzen mal die Chance und heilen uns.
War da die Kleine von vorhin, die wir besiegt haben? Das Mädel? War das die gerade? Es sah so aus, ne? Hallo, Shadow. Ja, da ist sie wieder. Here ends the pilgrim's way. Hello, Nest's heart lay open before you. Proceed onward to share in its glory. Ja, aber hier kann ich doch gar nicht lang. Wie ist sie denn da jetzt gerade rüber marschiert? Es gab noch einen anderen Weg, den ich eventuell gehen würde. Ich will Cornifer jetzt endlich mal finden. Ob ich hier mal ein bisschen Überblick habe. Ach ne, nicht der zielsuchende Scheiß. Das ist doch kacke. I've got balls of steel. Shadow, dir wünsche ich auch einen wundervollen Sonntag. Vielen Dank für den 18. Sub in Folge. Nein, ja, danke schön. Wieso kann der Held eigentlich die Karte, wenn er eine kauft, vervollständigen, aber keine von Anfang an zeigen? Weil das ein Spiel ist und ich bin tot. Unreached! Welcome back! Vielen Dank für deinen Resub. Ich weiß, dass es ein Resub ist, deswegen sage ich vielen Dank für den Resub. Wir haben keine Map, das heißt, sie sind eigentlich jetzt total aufgeschmissen. Endlich geht's wieder. Das ist schön. Vielen Dank. Sind wir jetzt da lang gegangen? Meine ja. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz den Kollegen hier töten, damit ich meine Ghost-Fähigkeit wieder ein bisschen auflade. Wow, das war knapp. Vergiss es. Damit lege ich mich nicht an. Ah, das ist ohne Map wirklich creepy. Hä, waren wir hier schon? We remember the elder. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Aber hier ist überhaupt nichts. Hey, Büdi. Wir sind nach links gegangen, ne? Da war dann... Genau, da kam dann sie. Hallo, Team Germany. Okay, jetzt sind wir zumindest wieder da, wo wir waren. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben, wenn es geht. Du bist jetzt hier links gehalten, ne? Okay, hier muss ich jetzt warten. Oh, meine Shade. Macht mir erstmal Schaden. Ich glaube, ich sollte diese Dinger zerstören grundsätzlich, oder? Das hat ja prima geklappt. Das hat ja ganz fantastisch geklappt. Okay, hier ist aber auch direkt wieder ein Weg.
wir jetzt hier irgendwie die ganze Zeit alles merken, was wir hier machen. Solange wir noch keine Karte haben. Okay, hier ist ein Hebel. Damit haben wir vermutlich das aufgemacht. Das war aber jetzt ganz am Anfang. Was sind das denn für Knuffis? Die sehen so harmlos aus. Aber die wirken bestimmt nur so. Oh Gott, ist das mega kompliziert. Was sind das für weirde Viecher? Und warum gibt es von denen so viele? Eine Raupe! Oh Mann, wir haben wieder eine Raupe gefunden. Ach, wie schön. Mach's gut, Kleiner. Viel Spaß bei Papa. Ach, ist ja cool. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Perfekt. Und Gems, Geos auch noch ohne Ende. Nice. Und es gibt sogar einen Rückweg. Okay, cool. Na, das mag sich maybe gelohnt haben. Ah. Hat er mich da noch erwischt? Ach du Scheiße, jetzt habe ich mich ja total in der Zeit verloren. Lang wollte ich heute gar nicht machen. Das Spiel ist so schön. Ist klar, dass man das gar nicht aufhören will. Ja, krass. Schaffen wir jetzt einen Boss pro Tag? Alle zwei Stunden nur einen Boss? Das ist schon heftig. Das klingt nach Conifer. Nice. Perfekt. Da kann man auch wunderbar dann stoppen. Ah, my short friend. You've caught me at the perfect time. I'm just about finished charting these noxious caverns. Very territorial types make their homes within this area. I'd suggest avoiding them where possible. Further below, some strange thin creatures gave me quite a scare. They seemed an intelligent bunch. In my youth, I'd have braved their caves, but I fear my managed physics wouldn't be able to outrun them where they turn to violent. Ja. Danke. There's a potent odor about these caverns, and far worse than me, I suspect. My trunk is quite sensitive. Verriers. You don't seem to possess a scent organ of any kind. Is it that you cannot smell at all? Chocolate. Ich habe halt keine Nase. Sei nicht so gemein. So, Karte. Alter, wir hatten schon ganz schön viel aufgedeckt. Ah, von hier geht's auch in den Fog Canyon. Okay, gibt mehrere Möglichkeiten. Ich würde super gerne noch zur Station, theoretisch. Die sind ja echt lustig, die Viecher. Wo genau sind wir jetzt? Nee, wenn, dann wollte ich noch mal ganz kurz nach links schauen. Denn hier müsste eigentlich eine Station kommen, oder nicht? Green Station.
Das ist wieder was komplett Neues. Hey, das ist Quirrell, den kennen wir doch schon. Isn't this something I'd not expected to discover so huge a stag station after that foggy descent? The bugs of Hollow Nest must have been an impressive lot. Building such grand structures so far into these wilds. Seems the dangerous creatures about haven't yet made their way in here. It's the perfect place for a quick rest. Ja, finde ich auch. Na, Minobis. Can you imagine this place in this time? Hordes of bugs traveling about the kingdom, stag bells ringing, the station bustling with activity and life. Now only our like even know it exists. It's a special thing, I suppose, to cherish the sight even in their decay. Hmm. Is it that just faintly you can still hear the echo of the bells? Oh Mann, was ist das? Ich will das haben. Das ist so eine Shard, ne? Aber ich bin jetzt in der Queen Station und will da doch eigentlich gar nicht sein. Oh yes, doch, genau da wollte ich hin. Yeah, genau da wollte ich hin. Excellent. So, ja, 120. Naja, was muss, das muss. Hauptsache, ich kann wieder in die Stadt reisen. Okay, cool. So, Queen Station. Ich hätte ganz gerne einmal die Reise nach Dirtmouth zurück. Da können wir nämlich ein wunderschönes Ende für heute finden. Und dort bei unserer geliebten Bank in Dirtmouth beim nächsten Mal weitermachen. Fantastisch. Mindestens so fantastisch wie Crucifix, der seit 7 Monaten hier schon supportet. Vielen lieben Dank für den 7. Sub in Folge. So. Ich find's gut. Da haben wir auch wieder einiges geschafft heute. Funke. Ah, oh, guck mal, man kann sich das auch nochmal ganz groß aufrufen, so wie das bei Ori auch tatsächlich war. Nein, Unreach kannst du nicht. Sehr schön. Also, dann geht's für uns das nächste Mal hier weiter. Bei der Queen Station und da, wo wir dann auch immer lang gehen werden, werden wir Dinge tun. Und ich freue mich sehr drauf, denn das Spiel ist wunderschön. Verdammt nochmal wunderschön.